Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, endlich mal wieder. Wir sind heute in Mondo Verde. Das ist sowas ähnliches wie ein Freizeitpark, ist ein Tierpark und ein Blumenpark. Wir waren hier schon mal, ist ziemlich nett. Es gab jetzt wieder aktuelle Angebote irgendwie für 16,50 Euro mit All-You-Can-Eat-Essen. Da dachten wir uns so, All-You-Can-Eat. Geil, da habe ich richtig Bock drauf. Das müssen wir definitiv machen. Das müssen wir ausprobieren. Ja. Und das ist halt für Familien ziemlich cool. Die haben jetzt hier keine großartigen Attraktionen. Das werdet ihr auch. Ein Kiddie-Coaster. Das werdet ihr hier auch gleich sehen. Die haben auch noch sowas wie einen Autoscooter und ich glaube noch ein paar Kinder-Rundfahrgeschäfte. Und dieses. Genau, so Selbstbedienungsboote. Aber wir sind heute auch nicht alleine. Der Markus ist heute am Start. Und wir und Ben sind auch hier. Aber wir müssen nicht genau, wo die sind. Hier. Obwohl wir uns in. 4 Minuten, ach nee, haben wir 4 Minuten. Haben wir noch 4 Minuten. Sind wir mal so. Und dann noch ein paar Minuten Toleranz, also ist es okay. Wir sind jetzt in Mondo Verde angekommen. Markus, Ben, Biene, auch da. Die Vivi ist hier gerade schon eine Runde gefahren. Ich bin damit auch schon eine Runde gefahren. Wunderschön, da hinten steht unser. Und dahinter steht das Schmuckstück, die Wasserbahn, die werden wir bestimmt auch gleich machen. Jetzt. Ja? Und jetzt? Gordel ziehen. Oben ziehen. Ja, der Fun-Faktor ist auf jeden Fall ziemlich hoch bei den Dingern. Biene, lebst du noch? Und wie war's? Nein. Schön. Und du eben so. Wir werden jetzt hier schön mit der Wasserbahn fahren. Die Bibi ist bereit. Ja, ich muss meine Kamera. Es wird nass. Ich würde ja gerne vorne sitzen, aber ich glaube, Timo sitzt vorne. Ihr habt das falsch gemacht. Ihr müsst nicht über die Wasserbahn bewegen. Ihr müsst im letzten Hügel ganz nach vorne rutschen. Ja, natürlich. Die Bahn so erregt. Hammer. Die. Warum bist du denn so nass geworden? Weil du an mich rangerutscht bist. Und du? Bist auch an mich ran. Ich bin an dich rangerutscht. Und dann waren wir alle vorne und dann war der. Wo ist halt das passiert? Warte mal, ist nass, ja. Wieder hoch, ne? Ja, der springt da, die springt auch einfach hoch. Hallo. Hallo. Guck mal, der will an die Ohren. Ich weiß nicht, was er will. Wir sind jetzt bei den Affen angekommen, die uns damals mit Carsten angesprungen haben. Total süß, aber im Moment sind irgendwie nicht so viele da, es waren mal mehr. Ah, da hinten liegen welche und chillen ihr Leben, voll süß. Der eine sieht so böse aus, guck mal, der schielt. Guck mal, der hat immer ein kaputtes Auge, ne? Ja. Oh, hier, der ist, glaube ich, ganz krank. Ach, guck dir das an, wie süß. Ja, die sind, glaube ich, ein bisschen überhitzt, die Tierchen hier unten. Glaube ich, zu warm, um großartig zu springen. Die sehen richtig müde aus. Die haben aber ganz weiche Pfoten, das ist so süß. Echt ganz, ganz, ganz weich. So, wir gehen jetzt zum Essen. Da sind noch ein paar Tiger, aber die sind eigentlich unrelevant. Wir finden das wirklich nicht so geil, dass hier Tiger sind. Aber wir haben es erwähnt, hier gibt es Tiger. Und jetzt das viel Wichtigere ist das Essen. Mal schauen, wie es schmeckt. So, wir sitzen jetzt hier gerade beim All You Can Eat. Bibi hat sich einen Cappuccino geholt, den Kakao. Ich habe mir einen Kaffee geholt, muss gleich noch gucken, wo Milch da ist. Slush ist eigentlich auch inklusive, aber der Slush ist überhaupt nicht tiefgefroren. Und also bisher ist das All You Can Eat sehr enttäuschend. Aber mal schauen. Aber irgendwo anders, weil es drin und so weiter eigentlich auch. Aber das gibt's ja noch. Yeah. Das ist der Slush übrigens. Ja. Aber der blaue geht, gell? Ein bisschen. Mhm. Nicht ganz gefroren. Kannst du besser trinken? Die Bibi hat jetzt hier Pfannkuchen geholt. Ja, Pommes, ganz lecker. Kann man auf jeden Fall essen. Pommes, Hamburger. Es gibt doch noch Pommes. Gibt es auch noch. Da kommen wir auch gleich mal vorbei. Geht ja ums Essen hier. Aktuell befinden wir uns gerade mitten im Essensrausch, hatte der Markus gerade schon wunderschön gesagt. Ja, geil, wir sind nur am Essen. All you can eat, jetzt sind auch endlich mal die geilen Sachen am Start. Hammer. Danke. So!
Wir sind gerade drauf. Ich soll lieber nach da gehen. Wir sind gerade auf diesem wunderschönen Fluss. Da ist Wasser, da ist Wasser. Und es regnet übrigens endlich mal wieder. Haben wir gut gegessen? Ah, ja, war okay. Ich muss jetzt einfach nur die Bauchschmerzen bekommen, wegen dem fettigen Zeug. Aber okay. Kann man trotzdem essen. Ja, anstrengend. Kevin, komm, Kevin. So, war voll schnell. Wir docken gleich an, ne? Also alle festhalten. Schau mal, das Andockmanöver. Festhalten, Team, halt dich fest, Team, halt dich fest. Am Seil und dann. Oh, Wollen wir nochmal zurück? Probierst du gerade zu retten? Ich versuche den wieder zu retten und zeige gerade ein süßes Albino-Känguru. Was am Kacken ist. Was gerade kackt. Marco. Oh, ist das nicht niedlich, das Känguru-Baby? Das ist ein Baby. Wie ein kleines Kind hier. Süß! Ah, und da brütet übrigens gerade ein Storch. Und irgendwie sind die gerade alle im Babyfieber. Da hinten die kleinen Entchen. Da sind noch Enten, die haben Babys. Man sieht das nicht so, das ist unscharf, aber das sind die Babys. Da. Mehr ran. Babys. Oh, der kommt. Oh. Babys und Eltern. Hier von der Ratte. Von der Ratte. Geht auch morgen zurück. Die Pommes, da ist da. Ey, ey, ey. Ui, ui, ui. Nee, ich bin nicht cool. Der Marco sagt, dass es jetzt abgeht, weil da hinten eine Achterbahn steht, nämlich genau da. Eben gerade waren wir noch im Tropenhaus. Es war, ja, war ganz nett. Hat ein bisschen streng gerochen, aber ist, glaube ich, normal in Tropenhäusern so. Hier steht noch ein Kinderfahrgeschäft. Und der Ben hat den Count noch nicht, der Marco hat den Count auch noch nicht. Sie hat den Count auch noch nicht. Also heißt es jetzt eine Runde fahren. Was bin ich in deinem? In meinem Onride bist du. Du musst mein Vater! Wow, ich muss ein Vivi Pink T-Shirt anhaben. Ben hat es auch überstanden, Vivi hat es auch überstanden. So, wie war die Achterbahnfahrt? War schön. Ich hab zwar keine Aufwärts, aber ihr könnt auch einfach vorbeikommen. So, kommt einfach vorbei. Kommt vorbei, unterstützt den Park. Esst hier den ganzen Tag, es ist so semi-gut. Man kann sich jetzt nicht richtig beschweren, dass es kein Wasser gibt, das ist ein bisschen blöd. Ja, das war in Kalka besser, da gab es Softdrinks. Aber dafür gab es in Kalka kein Fleisch. Genau, das Fleisch. Und jetzt holen wir uns noch eine. Einen Pfannkuchen. Pfannkuchen! Wir sind gerade eine Runde Autoscooter gefahren, also ich und Markus. Oder Markus und ich. Richtig schnell, so ein Kinderfreizeitpark. Ja, so wie ein normaler Autoscooter auf der Kirmes, würde ich sagen, oder? Ja, mindestens. Ja. Und ganz viele Pros sind da unterwegs, die es drauf haben. Hallo! Oh, und du hast Gras in deinen Haaren. Ja, hallo. Sehe ich hier nur aus. Ja, zum Bau raus. Ist auf jeden Fall ganz nett. Vor allem mit diesem Eurokondit. Das Problem. Ja, jetzt kommt hier die besten Medizin drauf. Der Ben kratzt an die Leute. Kann nicht. Ja, wir müssen noch ein paar Fotos machen. Das Video ist noch nicht 10 Minuten lang. Ansonsten, ja, sollte es gewesen sein. Ich mache einen Kurzversuch auch mal. Ja, noch 30 Sekunden müssen wir überbrücken. Ich kann nochmal den Haupteingang zeigen. Da waren wir heute. Ganz im Bild.
und ein Korn. Also, tschüss, bis zum nächsten Vlog hier bei uns. Tschüss.